all your pal and brazy. Do the mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble, mumble like a crazy. Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu meiner Master und heute zu einem weiteren Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz schnell in FIFA 17 XP und FCC Points bekommt. Diese Points, die man im Katalog ausgeben kann. Dazu muss ich noch sagen, in FIFA 16 gibt es eine Methode, da geht es viel schneller, aber halt nicht in FIFA 17. Wenn ihr das sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und das Limit am Tag für XP ist 2000 und ich glaube für FCC Points ist es 3000, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, wenn ihr dann in FIFA drin seid, geht ihr auf Karriere, neue Karriere und ja, bestätigt das dann. Dann seht ihr Trainerkarriere natürlich. Ich würde vorschlagen Dortmund und dann auf Weiter klicken. Warum Dortmund, das sage ich euch später. Einfach immer auf Weiter und wenn es fertig geladen hat, was ich da übersprungen habe, dann seht ihr schon einfach Speichern. Und dann werdet ihr gleich oben rechts sehen, Topspieler verpflichtet. Da musst du nichts dafür machen, bekommst 30 EP. Das ist, weil Dortmund sich Topspieler gekauft hat im ja, letzte Saison. Und dann sieht man auch schon für Gegenangebote, wie ich hier zum Beispiel eines mache, kann man auch EP bekommen. Man bekommt nicht immer welche dafür, aber meistens bekommt man oder oft bekommt man für Gegenangebote ein ja, XP oder EP, wie es dort steht, für Erfahrungspunkte. Und das mache ich da jetzt ein paar Mal. Man sieht hier, ich verkaufe immer Spieler, das ist wichtig für nachher noch. Man sieht hier auch Spieler verkauft. Und da mache ich wieder ein Gegenangebot. Und so bekommt ihr eure EPs. Das ist der beste Weg. Einfach Gegenangebote machen. Und Spieler verkaufen bekommt ihr auch EPs. Das, zu dem kommen wir aber noch später. Und natürlich am besten ist das am Anfang mit Top-Spieler verpflichtet 30. Das bekommt ihr einfach immer, wenn ihr eine Karriere neu startet. Da sieht man wieder Gegenangebot. Jedes Mal bekommt ihr das nicht. Das variiert so ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch, aber wenn ihr immer das gleiche macht, was ich jetzt hier mache, natürlich im überspringten ja, Modus, dann solltet ihr da viele EP bekommen. Hier mache ich es noch einmal mit Ginter. Dieses Mal ist es, ja, Spieler verkauft, bekommt man auch was dafür. Das gleiche wie bei Gegenangebot. Das ist immer ganz gut. Hier auch wieder ein Gegenangebot. Und hier wieder Spieler verkauft. Also habe ich kein Gegenangebot bekommen, sondern Spieler verkauft. Das ist auch nicht schlecht. Und jetzt sollte ich dann zum... Genau, wenn ihr alle Spieler verkauft habt, dann sucht euch einfach einen Star raus. In diesem Fall jetzt Neymar. Und ja, bietet dem einen Vertrag an. Beziehungsweise versucht ihn abzukaufen. Ich habe hier 135 Millionen, 145. Das sollte er dann auch annehmen. Und dann wartet ab, was passiert. Ich habe da dann noch einen zweiten genommen, nämlich aus gegebenem Anlass Draxler. Ja, in FIFA ist er sehr glücklich. Ja, in echt natürlich nicht. Und dem habe ich ein Vertragsangebot von 41 gemacht. Aus Erfahrungen muss ich 55 für den zahlen. Also gibt den einfach 55, das sollte dann gehen. Der Nehmer hat den Vertrag akzeptiert. Und man sieht dann auch rechts oben, dass ich Top-Spieler verpflichtet bekomme. Wieder 30 EP. Bei Draxler müsste das dann das gleiche sein. Und da würde ich schon so mal sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe euch helfen können. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.